Ja, hallo, wir sind hier am Dreiländereck zum ersten Bike Components Festival Event, wo Kunden die Möglichkeit haben, die neuesten Bikes von Santa Cruz, Yeti und Nikolai anzutesten. So, hier sind wir am Stand vom Geländefahrrad Aachen e.V. Hier meldet man sich an, bekommt seine Wertmarken für Würstchen und Bier und danach geht es auch schon zu den Testbikes zum Anmelden. Natürlich ist das Ganze komplett kostenlos. Ich ziehe mir jetzt mal die Schoner an und dann geht es nachher mal eine Runde aufs Rad. Da bin ich vorsichtig. Die Socken sind schon nass. Aber das macht ja nichts, da wird man wieder schön warm beim Radfahren. Aber gleich müssen wir mal los, sonst wird es mir hier ein bisschen zu kalt. So, dann gehe ich jetzt mit dem Nomad mal schauen, was im Bikepark drüben so los ist. Hi, du kommst gerade vom Testen, wie ich sehe, schön sauber. Genau, ja. Du bist der? Armin. Armin, hi, Rainer. Hi, grüß dich. Was hast du denn da gerade getestet? Das Santa Cruz Bronson. Genau, das ist das erste Rad, wo ich das heute draufgesessen habe. Bin jetzt 3 Runden im Bikepark gefahren. Mhm. Ist ein geiles Gerät. Ja? Macht schon Spaß, Hammer, ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin mal das Nikolai Argon gefahren. Das ist das Hardtail, ne? Genau, das Hardtail mit 27,5 Plus. Die Reifen sind ein bisschen rutschig. Ansonsten hat es mir auf jeden Fall eine Menge Freude bereitet. Mhm. Ich habe eben bei Yeti angefangen, habe mir erstmal das SB6 angeguckt. Mhm. Super geiles Bike, für mich wahrscheinlich ein bisschen zu viel Bike. Habe dann hier bei Nikolai das G13 mal gefahren. Das passt wahrscheinlich schon mehr zu dem hier, zum Streckenprofil und auch zu dem, was ich noch kann irgendwie. Und bin dann gerade bei Santa Cruz das 5010 gefahren. Alles geil, aber bisher gefiel mir am besten das Nikolai. Wie hat es dir denn gefallen? Sehr gut. Sehr schöne Bike. Welche hast du getestet bisher? Santa Cruz Nomad und Santa Cruz Hightop. Welches hat dir besser gefallen? Das Nomad. Das Nomad. Es geht um, ist berglastiger. Und du warst hier im Bikepark Aachen wahrscheinlich auch unterwegs auf den Strecken. Ja. Bisschen sehr matschig, wie man vielleicht auch sieht, aber es hat so viel Bock gemacht. Ich jetzt Fahrrad tauschen, nochmal Neues ausprobieren und direkt nochmal durchheizen. Super Tag. Schlechtes Wetter. Wir haben das aus England speziell mitgebracht. Alle Testräder raus, unterwegs, ja, könnte nicht besser gewesen. Coole Veranstaltung, coole Leute, war richtig viel los gewesen, trotz widriger und schlechter, absolut schlechten Bedingungen. Und es war auch ein sehr hochwertiges Festival, sowohl von Besuchern als auch von den Ausstellern her. Runde Sache, würde ich sagen. Dankeschön. Können wir nächstes Jahr gerne wieder machen. Cooles Event. Ich würde es mal so sagen, wer nächstes Jahr nicht dabei ist, der ist selber schuld. Ne? Also ist einfach, besser geht's nicht. Dazu noch eine Kopfhilfe? Ah!